Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich bin im Erwin-Hümmer-Museum und stehe hier noch alleine an der Weltenbummler-Bar. Für mich jetzt eher ganz alleine die Deutschland-Bummler-Bar. Bin ich ja ziemlich viel unterwegs. Und wer es nicht kennt, ich bin am Wochenende da bei Crazy Camping Irre Typen. Und gibt es auch ein Megaprogramm, geht morgen am Samstag los. Und könnt ihr den ganzen Tag wirklich tolle Geschichten erleben, tolle Fahrzeuge sehen. Es ist wirklich Kurioses dabei. Also Crazy Camping, ihre Typen, spricht ja schon mal für sich. Und ich zeige euch jetzt ein paar Sachen. Jetzt ist so der Tag der Vorbereitung. Kleiner Einblick ins Erwin-Hümmer-Museum. Ich habe hier schon ganz viel gefilmt, ganz tolle Sachen erlebt und war auch vor 4 Jahren das letzte Mal hier eben zum Filmen bei Crazy Camping, ihre Typen. Dann wegen Corona leider ausgefallen. Die Veranstaltung war ursprünglich alle 2 Jahre geplant und jetzt findet es endlich wieder statt. Das Wetter verspricht gut zu werden am Wochenende. Es gibt auch eine ganze Reihe interessanter Menschen hier, neben verrückten Geschichten rund um die Fahrzeuge. Hier zum Beispiel Christian von Richthofen hat ein Programm, das nennt sich Got the Camper Groove. Also der macht wirklich Musik mit Fahrzeugen, ganz verrückte Percussion-Musik. Crazy zum Anschauen, also bleibt dran, ich werde natürlich auch ein bisschen was einfangen davon. Dann gibt es die XXL Camper draußen auf dem Parkplatz, zeige ich euch dann natürlich auch. Die Wohnmobilschrauber, US-Reisemobile mit Michael von Tritsebiatowski, ich habe es hingekriegt. Dann gibt es die Werkstatt Live, auch kurzer Einblick, jetzt dann barrierefreies Reisen und ein Irrenausbau mit Stefan Einsiedler. Vorträge und Interviews am Samstag, Slow Way Home. Der liebe Markus Meyer ist mit einer Ape unterwegs gewesen und berichtet von seinen Reisen im chilligen und beruhigten Camper-Mode. Dann gibt es das Kloppomobil Skandinavien mit Hund von Trelleborg nach Norwegen mit Andreas Duisberg. Ganz interessanter Vortrag auf der Bühne, Reisebericht. Und dann noch in 80 Tagen um die Welt. In der Ausstellung gibt hier die Empfangstheke und da trifft man sich und dann geht es richtig los. Und ein Highlight am Sonntag. Irrer Typ Spezial, Thomas Huber von den Huberburm, dürften eigentlich durchaus bekannt sein, seit Jahrzehnten kann man mittlerweile sagen, seit 20 Jahren mittlerweile, ja, top auf dem Berg oder top an der Steilwand und die fahren natürlich zu ihren ganzen Bergbesteigungen und so weiter, auch häufig mit dem Wohnmobil, also das passt gut zusammen, da bin ich mal gespannt, Sonntag, 21. Mai, 20.23 Uhr, um 14 Uhr gibt es eine große Halle, mit einer großen Bühne und da sehen wir dann den lieben Thomas Huber. Also, alles Weitere kommt jetzt gleich und der Tobi macht sich mal auf den Weg, um euch ein paar Einblicke zu geben. Oregon, ich habe es euch versprochen, im Hümmer-Museum, Erwin-Hümmer-Museum in Bad Waldsee, da ist wieder was los, Crazy Camping, ihre Typen. Und ich bin behind the scenes, ne, ab morgen nicht mehr, denn die Werkstatt ist Teil des Programms. Genau richtig. Servus. Die Werkstatt, servus. Grüß dich. Die Werkstatt ist natürlich auch hier im Mittelpunkt. Ja. Ich bin der Museumswerkstattleiter. Schön. Und mache hier so unsere Ausstellungsfahrzeuge. Ich schaue immer, dass die laufen, gut aussehen. Ja. Und das macht mir auf jeden Fall einen Riesenspaß hier. Ist natürlich ein Einzelfall hier, ein Museum zum Arbeiten, das macht wirklich Riesenspaß. Ich beneide dich ein bisschen. Ich filme ganz viel. Ich habe über 3000 Autos vorgestellt, jetzt bereits auf YouTube in den letzten über 7 Jahren mittlerweile. Und ich stehe halt auf sowas. Und mit was für einer Liebe ihr daran geht. Und diese ganzen Exemplare auch wirklich der Nachwelt zu erhalten, das ist ein ganz wichtiger Job. Da kann man immer nur sagen, danke Erwin Hümmer, dass er das hinterlassen hat. Ganz genau. Ist so. Das ist wirklich ein Ausflug wert, das habe ich den Zuschauern schon gesagt. Und hinter uns ist ein ganz Verrückter. Das kann man hier durchaus sagen. Hier kann man die Leute auch als verrückt bezeichnen. Da sind ja wir noch harmlos dagegen. Was ihr jetzt gleich hören werdet, ist eine kleine, ein kleiner Soundcheck, oder? Ja, was man Sound aus Reisemobilen so rausholen kann. Ja. Euch gratuliere für euren geilen Job. Und kommt der bald in die Ausstellung? Da wechseln ja auch immer wieder mal Fahrzeuge durch im Museum. Tatsächlich, ja. Dieses Fahrzeug kommt dann auch in die Ausstellung. Ja. Nicht sofort, aber in den nächsten Monaten. Ja, da hast du noch ein bisschen Arbeit, aber bei euch muss es dann schon auch immer super sein. Das ist wirklich so, der Anspruch ist nicht irgendwie was zusammen machen, sondern authentisch. Genau. Aber die meisten wären ja auch vorbereitet, oder? Hier im Museum. Richtig, die meisten Fahrzeuge sind bei uns an der Ausstellung nicht vorbereitet. Natürlich muss man eine Batterie reinmachen, zum Teil Ladegerät und Flüssigkeiten wechseln. Aber ansonsten sind die immer jederzeit einsatzbereit. Top Job.
Also, bis dann. Wir sehen uns morgen wieder. Servus. Servus, danke. Und weiter geht's. Bravo, bravo, sage ich da nur. Bist du Österreicher? Ja. Das ist die authentische Frage. Halb Bayer, halb Österreicher. Okay. Servus, ich bin der Camper Tobi. Darf ich mir kurz vorstellen? Der Camper Tobi. Ich habe jetzt einfach mal du gesagt, ja, und war komplett geflasht. Ich kam gerade an und dann hast du auf diesem Fahrzeug einen Soundcheck gemacht. Jetzt natürlich hier an diesem Grippe, an diesem einem Heavy Metal Gerät. Du bist das ganze Wochenende hier bei Crazy Camping, irre Typen, und ich kenne die Veranstaltung schon und das toppt ja schon wieder alles von vor 4 Jahren. Ja, das ist, war ja Corona auch dazwischen. Ja, eben. Aber sowas zu sehen, wie du das jetzt gerade hier gemacht hast, du kennst das Fahrzeug nicht, du hast jetzt einfach mal geschaut, was ich kann ich rausholen. Ich bin immer noch auch auf der Erkundungsphase, denn das Ding ist erstmal ein bisschen anders, als ich dachte, weil es schon sehr modern mit Materialien ausgestattet ist, wäre mir ein bisschen mehr Blech lieber. Aber es hat natürlich aufgrund der Größe auch schöner Basssound. Sensationell. Oder für die, sensationell. Für die Intermezzi. Heutzutage sagt man im YouTube und im Internet ASMR, wenn man Töne erzeugt mit was, dann fühlt man und dann redet man gar nichts mehr, dann macht man so. Ja. Ich finde, das ist speziell. Und ich sage dazu ADHS. Ja, oder ADHS. Wie kommt man darauf, wenn die Zuschauer fragen, dass man jetzt auf allen möglichen Gegenständen versucht, Musik zu machen? Das ist und eben, gelingt ja noch. Das ist eben dieses ADHS-Ding und in Kombination mit dem Bedürfnis, Rhythmus zu machen, und dann irgendwann hast du genug vom Schießbuden schleppen, also immer dein Schlagzeug, die große Bassdrum und den großen Koffer mit dem Metallgestänge. Irgendwann willst du das auch nicht mehr und denkst, entweder Blockflöte oder ich suche mir jetzt was, was zum Trommeln einfach da ist. Und die Welt ist voller Instrumente, wie dieses Ding hier. Na, alle Flächen haben verschiedene Tonlagen. Ja, haben alle verschiedene Töne. Toll. Toll. Ich werde von innen anfangen, drinnen, die Klänge sind auch ganz toll. Ja. Und wer Lust hat vorbeizukommen, das Ganze ist ja Got the Camper Groove. Got the Camper Groove. Ich habe dich schon vorgestellt in der Anmoderation mit Namen und allem und wann du hier auftrittst und wir freuen uns alle. Hast du auch die Kontonummer? Die Kontonummer gebe ich natürlich immer unten dann noch dazu, in der Videobeschreibung. Ne? Corona hat uns alle, uns Künstler, schwer geschreddert. Ja. Wir sind, aber wir freuen uns generell, wenn Leute kommen und zugucken. Und das hier, was ich hier mache, das habt ihr noch nicht erlebt ohne weiteres. Das ist mit Sicherheit klar. Wie gesagt, ich habe 3000 Fahrzeuge gefilmt in meinem Leben. Ich bin in der Camper-Szene seit über 30 Jahren unterwegs, 7 Jahre mit YouTube und du toppst es heute alles. Das freut Respekt, mich. Die Idee ist der Hammer und schön. Viel Spaß hier in Bad Waldsee. Vielen Dank. Danke und besucht uns. Toner Campi, sage ich. Ich bin auch der Camping-Toni oder egal was, Hauptsache es passiert was. Der Camper-Toni. Servus, danke. Servus, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, danke. Da steht es nochmal. Morgen und übermorgen vorbeischauen hier in Bad Waldsee. Das verrückte Reiseabenteuer-Event. Hier ist das große Foyer und da gibt es einen geilen Shop mit jeder Menge Literatur. Und jetzt gehen wir mal raus. Also der Wetterbericht sollte soweit recht haben. Ich hoffe es. Sagen können wir es dann erst morgen oder übermorgen. Jetzt ist es noch windig, ein bisschen frischer, aber ich habe meinen Puschel am Mikro. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Hier kommt natürlich noch der Sound an, Equipment, das Bier kommt, Foodtruck da, riesen Smoker und Barbecue-Grill. Und hier stehen die ersten Exponate. Und ein kurzer Einblick.
Ich werde natürlich versuchen, einige Sachen festzuhalten in einzelnen Videos, wie zum Beispiel sowas. Ist das nicht schön? Hier gibt es übrigens auch diese kleine Erwin-Hümer-Museumsbühne, die fahrbar ist. Und hier haben wir einen Deutz. Das ist natürlich super praktisch, wenn man hier ablesen kann. Von einem Zugfahrzeug 1962, Wohnwagen 1985. Und so geht es dann hier durch die Lande. Tolles Fahrzeug habt ihr hier. Ich mache schon mal die ersten YouTube-Videos, um einen kleinen Einblick für die Zuschauer draußen zu haben. Darf ich mich hier kurz vorstellen? Ganz spontan laufe ich hier mal rum, aber ihr seid ja auch deswegen da, dass man was herzeigt, oder? Kempertobi. Ja, der eine oder andere Video habe ich schon gemacht. Du gehörst hier dazu? Ja, ich gehöre zu dem. Und der ist immer wieder im Einsatz, oder? Natürlich. So geil. Warte mal, darf ich dich kurz mit abbilden? Das passt so herrlich. Ich habe auch noch so ein Mikro, da können wir uns ganz kurz treffen. Wo kommst du her? Ich habe jetzt gar nicht mehr geschaut. Aus Blaubeuren. Aus Blaubeuren, ja. Ist ja fast um die Ecke. Ja, es sind 5,5 Stunden mit dem Fahrzeug. Wollte ich gerade sagen, das sind Kilometer? Die Kilometer war ca. 80. Ja. Und hier rechnet man nie in Kilometer, hier rechnet man in Stunden. In Stunden, genau. So geil. Ich werde hier nochmal stehen bleiben am Wochenende und das ausführlich porträtieren. Wahnsinn. Richtig cool. Alles mit Liebe gemacht. So sieht's aus. Gute Zeit, viel Spaß am Wochenende. Servus, danke. Was haben wir? Ei, guck mal, was hier schon steht. Eine Ente und eine Zweidrittel-Ente, würde ich mal sagen. Oder? Was würdet ihr dazu sagen? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Das Schöne ist, ich kann das am Wochenende dann hier auch überbringen. Übrigens, falls ihr das Erwin-Hümer-Museum nicht kennt, das ist der Eingang, das ist die Situation. Wir sind jetzt auf der Wiese davor. Ein echter 2CV. Herrlich. Mit der Revolverschaltung hat man die genannt oder nennt man sie immer noch. Eines meiner Lieblingsfahrzeuge, ich bin damit aufgewachsen, meine Mama hatte 3 davon, 2 lila mit gelben Kotflügeln. Immer wenn es einmal angegangen ist, hat das Ding wieder einen gelben Kotflügel bekommen. Das erinnert mich wirklich an meine Jugend, an meine Kindheit. Und von dem her, Ente forever. Ich hatte dann selber noch 2, am Schluss die Charleston-Ente in Grau. Grau, kennt ihr vielleicht auch noch. Hätte man sie nur aufgehoben, heute wären Höchstpreise bezahlt für gut erhaltene Enten. Und diese Ente, die quakt nicht, sondern die ist als Schlafwohnwagen, ein Jamais-Wohnwagen. Seht ihr mal, Zugfahrzeug 1990 und der Wohnwagen ist 1972. Ist das cool gemacht? Also, tolle Geschichte. Da geht es schon mal ganz gut los. Da hat man schon schöne Ausblicke hier in Bad Waldsee. Dann haben wir natürlich noch mal ein Fahrzeug am Start. Es kommen ja auch noch einige, wie ich gerade gesagt habe. Darf ich da kurz stören bei euch? Ja. So ganz spontan. Guckt mal, ich gehe mal erst einmal so rum. Ich habe meine Queen eingeklappt. Soll ich sie wieder aufstellen draußen? Ja, muss aber keinen großen Umstand machen. Ich komme ja morgen auch wieder. Das ist nur einmal so ein Teaser. Okay. Damit wir heute noch was raushauen können an die Welt, was hier in Bad Waldsee morgen und übermorgen stattfindet, oder? Das machen wir doch. Aber das ist kultig. Hier ist auch der Steckbrief, da bleibe ich ja nochmal in Ruhe stehen. Die Dubbox. Aus, wie spricht man es richtig aus? Herefordshire. Jetzt haben wir alle die Krönung gesehen und wissen immer noch nicht, was ausspricht. Mit dem Shear, aber ich glaube, es nennt sich Shear. Also richtig cool. Viel Spaß am Wochenende. Danke. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ich rutsch mal weiter. Kurzer Preview, aber wir sehen uns noch. Genau. Was haben wir denn da Hübsches? Ist ja das schon mal ganz hübsch. Aber das ist natürlich das Zugfahrzeug. Hallihallo. Hallihallo. Lasst euch mal nicht stören. Ich zeige so ein bisschen die Aufbaustimmung. Ach so. Ich bin der Kempertobi. Wir machen am Wochenende ein paar Videos. Und ich habe hier ganz was Cooles. La Riva. Ein La Riva. Lasst es ruhig mal zu. Aber authentisch wie ich bin, komme ich einfach mal und sage Hallo. Und am Wochenende sehen wir uns das näher an, oder? Ja. Machen wir das? Ja. Würden wir uns freuen. Gerne. Viel Spaß hier in Bad Waldsee im Erwin-Hümer-Museum. Bis bald. Ich tauche mal ab, aber ihr seht, da ist echt was geboten. Und grüne Wiese gibt es auch noch. So, dann laufen wir nochmal rüber. Da mache ich jetzt gar keinen Cut mehr. Das ist doch Quatschkäse. Einmal über die Wiese. Und da gibt es was, da habe ich heute schon ein paar Infos bekommen. Den werde ich auch noch vorstellen. Ausgiebig. Mini vorne, Mini hinten. Gerade hat man noch die Ente vorne, Ente hinten. Und jetzt bin ich da. Aber da gibt es die ausführliche Besichtigung
dann am Wochenende als einzelnes Video nachgereicht, aber auch hier ein kleiner Preview. Der fuhr übrigens auf Achse hierher. PF kennt ihr am Kennzeichen, kann man ruhig zeigen. Coole Idee, den kann man auch mieten. Und da steht er. Ein super cooler Wagen. Ich habe schon gesagt, da kommt man wahrscheinlich auf der Autobahn gar nicht so weit, ohne dass die erste Kamera neben einem herfährt. Und wie gesagt, einmal gedreht mit dem Blick nach unten. Helvetic One ist wieder da. Ich habe es mir fast gedacht, den habe ich gefilmt. Mit in einem, glaube ich, eineinhalbstündigen Video in zwei Teilen. Da sage ich natürlich nur kurz, hallo, bis gleich, ich komme mal runter. Na klar, sind ja schon mal die ersten da, das ist gut, einmal Treppe runter. Das Gelände ist ja riesig, aber ein Teil der Wiese kann man jetzt nicht nutzen, aufgrund der Witterungsverhältnisse. War es halt ein bisschen nass. Servus, hallihallo. Darf ich mir kurz vorstellen? Ich bin der Camper-Tobi. Ach, du bist der Camper-Tobi. Ja, ich bin der Camper-Tobi. Ja, genau. Und halte überall die Kamera drauf, wo es Camping gibt. Und am Wochenende hören wir uns das mal näher an, die Geschichte von dir, oder? Ja. Weil das ist ja schon ungewöhnlich. Ich meine, das sind zwei Deseos, oder? Ja, das sind zwei Deseos. Ganz normale Deseos. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, ich wollte ja jetzt nicht überfallen. Ja, ja. Aber bist du dann immer so unterwegs im Gespann oder je nachdem, wie es braucht? Wie es gerade braucht. Das Schicke an der ganzen Geschichte ist, dass sie den Wohnwagen selber so gebaut haben, dass er eigentlich sich als normaler Wohnwagen an VW-Bus dranhängen lässt. Wenn man sagt, oh, bloß mal zu zweit am Zugfahrzeug. Ja, klar. Oder die liebe Verwandtschaft, vielleicht braucht sie ja mal einen Wohnwagen aus so. Hier, gell? So ist es. Dann muss der Wohnwagen an sich als eigenständige Einheit funktionieren sein. Aber es soll auch mit der Kombination im Zugfahrzeug dann eine gewisse Mehrwertgenerierung bringen. Ja klar. Das ist die Kinderstube, Küche. Das wollte ich sagen, ja. Also für schlecht Wetter ist das schon ganz gut. Da kann man die Kinder da reinsetzen oder wenn Kinder Hausaufgaben machen oder wenn der Papa mal Homeoffice machen muss. Ja, genau so ist es. Und ganz schlimm, in denen die netten Fahrzeuge morgens Bett umbauen zum Frühstück. Der eine will nicht schlafen, ist müde, ich mag es nicht, lass mich in Frieden. Mir knurrt der Magen, will eigentlich Frühstück, Weißwurst wartet schon auf mich. So ist es. Das passt denn, nicht? Ja, ja, passt es. Und so schleiche ich mir morgens raus an der Frau vorbei und gehe in die Wohnstube, mache erstmal die Sauerei von Vorarbeit weg. Ja, ja, klar. Weil das pressiert dann auch nochmal. Ja, das Schöne ist, es findet jeder das, was er will im Campingbereich. Ja, logisch. Und wenn nicht, dann baut er sich sowas. Die Individualität ist eigentlich der Schlüssel zum Ganzen. Ja. Mit zwei linken Händen darfst du es eigentlich nicht probieren. Nein, ich halte immer die Kamera damit dann. Mit zwei linken Händen funktioniert es nicht. Gewisses Geschick ist nötig. Fall. Mut ist wichtig, dass man mal was ausprobiert. Das geht auch mal was in die Hose. Das kostet dann halt Lehrgeld. Und gute Connections, also Foren. Ja. Nicht alles, was in die Foren startet, ist automatisch gut. Ja, wichtig, ja, ja. Das passt nicht. Aber überall so. Man muss schon mal das eigene Hirn auch benutzen. Aber das sind so die Quelle für Inspiration. Mhm. Und ich habe immer einen Zettel an der Wand hängen mit Ideen, was noch zu tun ist. Ja. Weil jedes Mal kommt ein Optimierungsbedarf und denkt, da könnte man noch ein bisschen, da braucht es noch natürlich. Was, hier brauchen wir noch was. Und so ist in kleine Schritte die ganze Anlage eigentlich gewachsen. Hammer. Obendrauf sind 640 Watt Solar. Das reicht für eine gute Autarkie. Ja, zwei, drei Tage, je nachdem, was man halt an Strom verbraucht. Aber trotzdem läuft. Ja, und der Schwabe ist eigentlich froh, wenn er den Strom selber hat. Da muss er nicht zahlen. Das ist mir mittlerweile ganz schön teuer. Zu weilen. Ja, und für die Kinder, wir haben angefangen mit drei, die kleinste war ein Jahr. Ja. Das ist super mit Kind, weil du bist ungezwungen, kannst tun lassen, was du willst. Und interessant, wenn die jetzt irgendwo sind, die möchtet heim, wenn sie heim willet sie in der Wohnung. Ja, ja, das richtig. Ist die richtig. Heimat, ja, ja. Die Heimat ja, das selber mitgebracht. Ist super. Kommt wir sehen uns nochmal am Wochenende. Erzähl mal die Geschichte spannend in einem einzelnen Video. Paar Background-Stories, wenn du magst. Ja, gerne. Das ist Papier. Bei mir im Plan. Danke, dass du so offen bist und dann machen wir mal einen schönen Bericht über dich. Also es gibt etwa 40 Umbauberichte im Einzelnen zu dem Ganzen. Ja. Mache ich selber von mir zur Doku, dass ich nichts vergesse. Ja, klar. Auch mal für später. Und diese kleine Slides, kann man die sich Teaser, angucken. Die haben ja Ausdruck, dass man so durchblättern kann. Ja, super. Der Einzelne, der sagt, das interessiert mich gar nicht, aber Elektrik interessiert mich. Dann gucken wir uns halt Elektrik an.
Da kann man da durchblättern. Und wenn jetzt jemand was erklärt und der andere startet da rum, dann muss er sich jetzt das Dot anmelden, dann kann er mal schauen. Gute Idee, das halten wir fest. Aber die Inspiration, weil ich selber viel Inspiration kriegt, wenn ich irgendwo so unterwegs bin. Das ist die Camperfamilie, die natürlich, die macht genau. Mit. Das geht mir genauso. Die erzählen dir, was ihr wisst. Ja. Und dann muss man euch selber auch was hergeben, gell? Ja, ja. Geben und nehmen. Immer so. Davon sollte die Welt leben, dann ging es uns alle besser. Geben wir nehmen. Brauchen wir nicht viel dafür tun, uns geht auch der Rucker besser. So schaut es aus. Machen wir das. Also, wir machen ein extra Video. Wir sehen uns am Wochenende. Ich bin bis Sonntag da. Ja. Danke. So, was schreit denn die Bube da? Ihr seht einmal, da passt es genau. Und ich gehe weiter zum nächsten Highlight. Hauptsache, dass er nicht den Lied geht. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Wir sehen uns. Bis gleich. Super cool. Ihr seht also, man geht ja einfach her und man hat schon wieder Spanne. Dahinter seht ihr das Männermobil. Das Männermobil, super, das Männermobil habe ich schon mal abgefilmt letztes Jahr. Auch spannende Geschichte. Gibt seit, frag mich jetzt nicht, ich habe es jetzt gerade vergessen, aber gibt schon über 10 Jahre ein Projekt von Sunlight. Und ja, in den Zeiten heutzutage mit Gendern hin oder her, da kann man mal ein Männerwohnmobil auf den Parkplatz stellen, ist doch auch cool. Aber um was es mir geht, ist es dieser Opel Kadett und zwar mit einem Heco Car Camp hinten dran. Die Besitzer sind gerade nicht da, aber ich habe schon gesagt, wir werden auf jeden Fall hier drauf halten. Das ist super spannend. Ich habe mir das heute schon mal richtig gut angesehen. Und ja, was sagt ihr? Ich sage, das ist Camping der Zukunft. Irgendjemand wird dieses Konzept in den nächsten Jahren wieder aufnehmen und dann werden wir sowas wieder sehen. Wahrscheinlich am E-Auto oder so, oder? Das wäre doch mal spannend. Also, ihr seht, hier gibt es alles Mögliche. Da oben stehen schon jede Menge große Fahrzeuge. Und ich drehe mich um, das ist nur der kleine Teaser. Und schauen wir den nächsten an. Da haben wir natürlich ein tolles Expeditionsmobil. Und im Hintergrund wird wahrscheinlich einer schon hören, wer da ist. Klopf, klopf. Aber da störe ich jetzt gar nicht. An der Stelle verlinke ich das Video vom letzten Mal, vor 4 Jahren. Ich filme gar nicht. Nein, grüß dich. Ich habe schon oben anmoderiert, dass wir das Fahrzeug schon ausgiebig vorgestellt haben. Wir sehen uns. Schön, dass du wieder da bist. Also, Helvetic One. An der Stelle oben das Video. Das ist das coole Teil mit der Dachterrasse und noch viel, viel, viel mehr. Also, da gibt es jede Menge Fahrzeug. Eines der mit Sicherheit meist gesehenen, gefilmten und gezeigten Fahrzeuge auf YouTube, in YouTube, in der Campingwelt. Krass, oder? Es ist schon ein Geschoss. Hinten schön der Smart drin, sein Kugelgrill. Seid gespannt. Da haben wir einen Hümer auf Igelhaut. Da erinnere ich mich doch an den Veranstaltungshinweis. Und zwar in 3 Wochen, nicht mal mehr 3 Wochen, beginnt die Abenteuer Allrad in Bad Kissingen und da werden wir wieder jede Menge sehen. Allradfahrzeuge, Igelhaut natürlich wie immer, gleich nach dem Eingang auf der linken Seite. Ich kenne das ja dort wie auswendig. Und hier haben wir noch was Schönes mit ersten FSV Mainz 05. Life is like a football game, das stimmt, es geht rauf und runter. Und dann frage ich mal vorsichtig hier um die Ecke, da steht nämlich ein wunderschönes Fahrzeug. Und da würde ich gern mal ganz kurz draufhalten, aber ich bin ja immer dezent unterwegs und frage dann vorsichtig. Das ist ein Mercedes. Den werden wir uns mit Sicherheit am Wochenende nochmal näher anschauen. Schönes Fahrzeug. Sehr schön. Ich mache hier die Videoberichte am Wochenende. Da möchte ich ein paar Infos haben, gell? Bis dann, viel Spaß. Schaut euch mal dieses wunderschön gepflegte Fahrzeug an. Toll. Super, super toll. Praktisch immer die Kennzeichen, da sieht man mal das Baujahr, gell? Ja. Der ist 1 Jahr älter als ich. Aber? Ja. 1 Jahr älter. Ich bin auf Video und dann komme ich mal näher. Sie sind der Besitzer? Ja, aber der ist schon mal restauriert worden. Der ist schon mal restauriert worden? Ja, ja. Ja, ich noch nicht. Ja, also mal eine Teilrestaurierung. Der war gut. Sage ich, ja. Toll. Ja. Den haben Sie aber nicht aus erster Hand, oder? Nee. Aber ich bin erster, dritter Besitzer. Echt? Ja, ich kann ja rechnen, jetzt weiß ich, das sind 58 Jahre, gell? 57. Das Auto ist 57 Jahre alt. Geht ins 58. Und hat 850.000 Kilometer. Wahnsinn. Ja. Das gibt es heute nicht mehr. Vielleicht schon. Ja, aber wissen Sie ja, wie das ist mit der schnellen, mit der schnelllebigen Welt. Ja, alles muss irgendwann kaputt gehen.
ist wirklich der Eindruck. Ist schon vorprogrammiert. Die Leute brauchen was zu essen, ja, also muss die Wirtschaft laufen. Ja? So ist es, genau. Aber ich bin gespannt auf Ihre Geschichte, ich werde mich melden am Wochenende. Gerne. Ich habe auch noch die Ski dabei, weil man weiß nicht, wie das Wetter wird. Ja, man weiß nicht, aber wir hoffen mal das Beste. Sind Sie mit denen wirklich mal gefahren? Nein. Nee, das sind schon Deko-Ski. Ich glaube, mein Vater schon. Ja? Mein Vater schon gefahren damit, glaube ich schon. Es ist so schön. Sind Sie noch viel unterwegs damit? Wir sind immer unterwegs damit. Immer unterwegs damit? Also im Sommer halt, Winter toll. Nicht. Ja. Was ist da für ein Motor drin zum Abschluss für die Motorfreaks? Der OM352, 6-Zylinder. Okay. Ja gut, der ist ja sowieso schon ein Dauerläufer, gell? Ja, der läuft gut. Öl neu, Sprit neu. Ja, ja. Was fragen die Leute Sie am meisten? Wie viel Sprit er braucht. Und was braucht er? Die Autobahn 16 Liter, im Gebirge 18. Das geht ja. Eigentlich. Ja, geht, ja. Das geht eigentlich. Das geht, ja. Und was läuft da? 82. Wie viel? Ist ein 7,5 Tonner, gell? Das ist ein 12 Tonner. Ein 12 Tonner ist das. Da müssen wir die Räder. Na gut, der ist schon ganz schön massiv gebaut. Hätten wir auch vorher mal schauen sollen. Ein 30-Sitzer war das ursprünglich. Toll. Oder 12 Tonne. Ja. Und läuft 130. Echt? Ja, der hat ein Splitgetriebe. Ein Halbgang. Sie dürfen aber nur 100 fahren. Ja. Wir müssen jetzt natürlich bei der rechtsmäßigen, Sie fahren nur 100. Ich ist ja klar. Aber man muss es doch einmal probieren. Natürlich, am Nürburgring auf der Nordschleife. Übrigens, da ist das 24-Stunden-Rennen am Wochenende. Da sind Sie aber noch nicht mitgefahren. Nee. Ich bin gespannt auf unser Video. Schön. Hat mich sehr gefreut. Danke. Viel Spaß. Danke. Danke Ihnen. Bis bald. Ja. Dann film mich mal ganz. Kollege ist leider nicht da. Das macht nichts, den Treff für am Wochenende. Das ist nur der kleine Teaser vorab für heute Abend. Das ist ein Freund von mir. Ist ein Freund von Ihnen? Ja, dann kennen Sie sich ja bestens aus hier auch. Ja. Mercedes-Benz L311 mit Eigenaufbau. Ja, ja. Der hat das alles selber gemacht. Superschön. Der ist unglaublich geschickter Mann. Haben Sie da auch selbst Tangen angelegt? Immer ja, immer wieder mal. Immer wieder mal, ja, ja. Toll. Ja, das ist eine riesen Auswahl. Ja. Und da hinten, das ist das Schöne hier. Waren Sie schon mal hier in Bad Waldsee zum Event? Ja, ja. Vor 4 Jahren wahrscheinlich, ja, gell? Ja, ja, da war genau. Ich auch da. Genau. Das Schöne ist, dass sich das abwechselt. Da haben wir was Modernes, dann haben wir einen Oldtimer und dann haben wir was Verrücktes. Ja. Aber verrückt sind wir alle. Ja, das macht nichts. Das macht nichts, deswegen sind wir da. Das spielt keine Rolle. Also, das war der erste Eindruck aus Bad Waldsee. Der Camper Tobi sagt Tschüss und wir wünschen uns ein bisschen Sonne, aber wenn es nicht regnet, ist gut. Das kommt morgen. Die Sonne kommt morgen. Sie haben es gesagt. Ich habe es bestellt. Danke. Im Namen der Zuschauer. Servus. Ja. Tschüss. Bis und dann. Ich melde mich morgen wieder. Lasst ein Like da. Ciao, ciao. Danke. Servus. Tschüss. Und noch ein schönes Bild. Jupp, da haben wir. Eigentlich habe ich schon abmoderiert und dann sehe ich euch. So sieht's aus. Und hier steht ganz schön was rum in XXL. Und ich habe einen sehr sympathischen jungen Mann neben mir stehen. So mache ich das nämlich immer, weißt du? Ja. Alter Schleimer. Aber noch cool, das sind eure Fahrzeuge. Ja, Entschuldige, das wollte ich damit nicht werten. Ja, ja. Du weißt ja, wie das ist. Das sind Kundenfahrzeuge, das ist zum Beispiel eine Euroliner. Ja, 6-Zylinder Dieselmotor drin. Mhm. 200 und PS. Ja. Also über PS reden wir nicht. Nein, Hubraum, das braucht es nicht. Hubraum ist es. Hubraum, viel Platz, sehr angenehm zu fahren. Ja, das glaube ich. Ich habe mir so ein Chevy Pickup mit dem Auflieger, aber das ist auch 20 Jahre her. Es ist aber einfach cool. Die sind schön, das sind schöne Autos. Das ist eine andere Art des Fahrens. Und hier ist es natürlich wieder eine ganz andere Art. Ja. Wenn du heute mit sowas unterwegs bist, bist du ein Exot. Ja. Ja, und, richtig. In der heutigen Zeit fragt man sich, ob es Sinn macht, aber es macht immer Sinn. Ja. Allein das Lächeln, wenn du fährst. Ist so. Die Leute kommen dann eben den Daumen hoch, oder? Wie viele Instagram-Bilder sind schon gemacht worden? Keine Ahnung, man kann es nicht zählen. Das kann man nicht zählen, ja. Also man merkt es auf der Autobahn, die Leute gucken schon. Also finden sowas schon toll. Du hast gesagt, du kennst, es wären ungefähr 10. Wollen wir da mal kurz entlang spazieren? Ja. Weil du kennst sie so ziemlich alle und ziemlich gut. Ich habe gleich den richtigen Mann erwischt. Was ist das bitte für ein geiles Geschoss, das muss ich jetzt sagen? Das ist ein ganz, ganz tolles Auto. Dieses Fahrzeug gibt es nur 5-mal. Ist nur 5-mal so gebaut worden mit der Ausstattung. Das ist ein Holiday Rambler. Ich nehme dich mal mit. Und, und das ist auch wirklich ein super schönes Stück. Ja. Der ist tiptop in der Reihe, das Auto. Das fährt auch ein 80-jähriger Mann. Ja, geil. Wenn irgendwas kaputt ist, machen wir das. Ja. Und er ist total happy mit dem Auto. Und es ist einfach
was ganz Besonderes. Wie gesagt, es gibt da 5 Stück von den Autos. Du kommst jetzt vom Fach und das sind auch mit mehr oder weniger deine Kunden, deine Freunde gleichzeitig, ja, natürlich. Das ist schon Kunden, eine Clique. Eher Kunden. Ja. Ja. Wo bist du und wer bist du? Und ich, also, lerne dich gerade kennen. Wir kommen aus Babenhausen, wir sind die US-Reisemobile. Ja. Und wir haben uns diesen Fahrzeugen angenommen, weil es gibt relativ wenig, die sowas machen. Ja. Und die sterben halt auch aus, ja, weil die so sind ziemlich alt schon. Und man, Werte halt ist das, ne? H-Kennzeichen, die Autos und... Geil. Es ist also mega, auch wenn man das mal von innen sieht. Man kann das mit dem deutschen Fahrzeug nicht vergleichen. Ja, das glaube ich. Also wenn die Möglichkeit ist, dann schauen wir in den nächsten 2 Tagen, ob wir uns dann nicht innen mal den einen oder anderen miteinander anschauen oder mit dem Besitzer, je nachdem. Ja, die Besitzer sind nicht scheu. Aufgeschlossen. Die sind aufgeschlossen. Nee, weil sonst würde man sagen, Karre auch nicht fahren, Karre positiv. Ja. Karre ist bei mir die schönste Lob für ein geiles Fahrzeug. Das ist auch so ein Bus. So ein Bus, ja. So ein Bus. Sehr schön. Der ist behindertengerecht gebaut. Okay, also sie mit Rampe. Ja, ja, ja. So dass du da also auch Platz genug hast. Auch hinten hat er ein großes Bett drin für den Herrn. Solche Ein- und Umbauten macht ihr das dann einfach mal noch mit? Ja, das machen wir auch. Ist zwar sehr aufwendig, aber es wird auch gemacht. Also ich hätte vor 20 Jahren gebraucht, wie ich eben den Pickup gehabt habe. Wir haben damals den zum Showfahrzeug umgebaut. Das war ein 12 Meter Trailer für einen Whirlpool. Oha, ja. Und dann haben wir einen riesen Ausschnitt reingemacht und wir haben natürlich das Wasser immer abgelassen, bevor wir losgefahren sind. Macht Sinn, das sonst verschüttet man ja immer so viel. Waren 2000 Liter drin, weißt du? Das war ein Showcar für die Messe. Es war richtig lustig, bis mich die Polizei rausgezogen hat. Das ist halt ein Glamping-Fahrzeug hier, ein richtig großes Fahrzeug. Das ist ein Dynasty Monaco. Genau, Monaco sagt einem, was er ein bisschen Auto in der Branche ist. Mega Auto, richtig groß, macht Spaß zu fahren. Und ich bin selber auch schon sowas gefahren. Was also ist da unten für Maschine drin? Sind da der Fahrer eigentlich? In der nee, Richtung, der hier hat einen Cummins. Das ist ein 6-Zylinder mit 12 Liter Hubraum, sowas um den Dreh rum. Also ja, den schon... fahren die Amerikaner gern, wenn es schwer wird. Genau. Und ist ein Allison-Getriebe, also eigentlich was unkaputtbar ist. Wollte ich gerade sagen, unkaputtbar. Aber es ist nicht so einer, wo du alles reinschütten kannst und der fährt mit allem. Ja, ja doch, schon. Aber so der ziemlich. Ist schon. Das ist wie ein Industriemotor, also ist kein Problem. Krass. Ja, und so Dinger machen wir halt auch. Wo wird der von der Tonnage her liegen ungefähr? Der liegt so bei 18 Tonnen. 18? Ja, aber ich meine, hallo? Er schaut noch nach mehr aus eigentlich. Ja. Er schaut irgendwie schon fast nach 25 Tonnen aus. So viel ist es nicht. So. Cool. Zwischen 18 und 20 Tonnen. Ja, es freut mich, dass ich dich jetzt erwischt habe. Und jetzt, bis jetzt, zum Schluss der Reihe, haben wir einen schönen Alkoven. So stellt sich der Europäer oder der Deutsche seinen Amerika- oder Kanada-Trip vor. Genau. Das ist in also so einem Family-Alkoven. Das ist mein Fahrzeug. Das ist deiner? Ach das so, ist ein Glück. Meine. Ich habe das nicht gewusst. Pech, ne? Was für ein Glückpech. Und ich wollte nicht sowas ganz Großes. Ich wollte was etwas Kleineres, weil du hast, wenn du auf Campingplätze fährst, mit so einem großen Schiff immer ein bisschen Probleme. Ja. Also musst vorher gucken, wo fährst du hin, was machst du. Ja. Und das hier ist die richtige Größe, innen wie außen. Ja, ich gehe nochmal hin mit dir. Hat einen 5-7er Motor drin. Mhm. Kommst überall hin, wo du hin willst. Auch so ein Langläufer. Hat ein H-Kennzeichen. Ja. Baujahr 89, wie man es auf dem Schiff sieht. Hammermäßig. Und den haben wir innen auch aufgehübscht. Alles neu in Anstrich verpasst und schön gemacht. Ich bin mal gespannt. Außen so gelassen, wie er ist. Und innen haben wir dafür ein bisschen schöner gemacht. Ich mache die zweite Abmoderation jetzt und das am ersten Tag. Super. Also hier kriegt ihr was auf die Augen. Ich zeige euch auch alles für zu Hause. Aber wer Zeit hat und Möglichkeiten hat, kommt auch hierher. Jetzt ist es noch ein bisschen frisch, aber Wetter werden wir hinkriegen. Ich denke schon, es wird noch ein bisschen was werden. Wir werden eine schöne Stimmung haben. Wart ihr da vor 4 Jahren? Nein. Ich schon. Und ich kann euch versprechen, wenn es einigermaßen passt mit dem Wetter, wird es sensationell. Sehr gut. Und sagst du uns deine Internetadresse noch? Ich link die auch unten in die Videobeschreibung. Ja, das ist www.us-reisemobile.de. Das ist der Mann. Tschüss und danke, dass ich euch stören durfte. Wir hören uns. Jawohl. Eine coole Kurve hier am Parkplatz. Ciao, ciao.